Hallo zusammen. Jetzt holt schon mal eure Taschentücher raus, denn heute zeigen wir euch die bewegendsten Tiermomente, die ihr je gesehen habt. Aber keine Sorge, ihr werdet auch genug Anlass zum Lachen haben. Falls ihr euch dieses Video zusammen mit eurer Katze anschaut, könnt ihr sie jetzt hellhörig werden, denn es gibt gleich viel Katzengeschrei. Es ist genau wie beim Menschen. Hier haben wir es mit einem Krawallmacher und einem vernünftigen sowie friedlichen Kerl zu tun. Schön, wenn man einen Kumpel hat, der auf einen immer aufpasst und es nicht zulässt, dass man sich in Schwierigkeiten reinreitet. Irgendwelche Ideen, was diese Katze damit bezweckt? Will es das Baby bloß aus Neugier anfassen oder es aufwecken? Bemerkenswert ist, dass sie sich offenbar darüber im Klaren ist, mit wem sie es zu tun hat, denn sie hat die Krallen vorsichtshalber eingezogen, um den Winzling ja nicht aus Versehen zu verletzen. Der süße Hund passt immer auf, dass seine Besitzerin sich im Schlaf nicht aufdeckt, und wenn sie es doch tut, deckt er sie wieder zu. Dieser Vierbeiner scheint ein richtiger Gentleman zu sein. Es ist ja eine heilige Pflicht eines jeden echten Mannes, einer Frau beim Tragen schwerer Lasten zu helfen. Ja, Schlangen müssen auch ihren Durst löschen. Was habt ihr denn gedacht, wie sie in der arabischen Wüste überleben, wo es bis zu 50 Grad im Schatten werden kann? Worüber freut sich dieses Pferd so? Hat man ihm etwa sein Lieblingsleckerli versprochen? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Der Hengst wurde von seiner Besitzerin vor 3 Wochen getrennt und jetzt sieht er sie endlich wieder. Wie kann man da noch Zweifel an der Intelligenz dieser Tiere haben? Pferde sind ihren Besitzern extrem ergeben. Nicht umsonst sind die Namen der Kampfrosse vieler großer Feldherren der Weltgeschichte überliefert, von denen wir aus der Schule wissen. Doch um eine innige Beziehung zu seinem Menschen aufzubauen, muss ein Pferd nicht unbedingt zusammen mit ihm in einen Todeskampf gezogen sein. Es genügt, wenn das Tier gut und fürsorglich behandelt wird. Und dafür wird man von ihm mit ewiger Treue belohnt. Hey, you big boy. And an apple. You want an apple? Wie oft haben wir schon davon gehört, dass ein Wolf niemals zum Freund des Menschen werden könne, auch wenn er ein direkter Vorfahre des Hundes sei. Das mag sein, aber dieses Video scheint die Behauptung deutlich zu widerlegen. Oh, what is it? Oh.
Man könnte fast denken, das wären keine gefürchteten Raubtiere, sondern goldene Retriever. Es sieht echt so aus, als ob man mit ein bisschen Liebe und Zuneigung selbst einen Wolf zu einem lieben Hündchen machen könnte. Viele Europäer fragen sich, warum Asiaten Reis mit Stäbchen essen. Nun, das hat sowohl praktische als auch historische Gründe, aber wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Es sei nur gesagt, dass demjenigen, der diese Kunst beherrscht, ganz leicht fällt, eine mehrköpfige Eulenfamilie im Käfig zu füttern. Da fragt man sich, wie lange die Frau wohl weg war. 2 Stunden? Und dieser Mann ist ein Militär und war wahrscheinlich lange weg von zu Hause. Einem Tierarzt mag diese Vorrichtung komisch vorkommen, aber sie scheint ihren Zweck bestens zu erfüllen. Die Geschichte dahinter ist folgende. Auf der Farm einer chinesischen Rinderzüchterin ist mal ein krankes Kalb zur Welt gekommen, das überhaupt nicht laufen konnte. Anstatt das Tier aufzugeben, hat die Frau für dieses eine Art Laufwagen gebastelt und ist mit ihm jeden Tag spazieren gegangen. Wenn das keine mütterliche Liebe ist, was dann? Wenn Jack und Rose Hunde wären, würden sie in etwa so aussehen. Dieser Geselle sollte sich beim nächsten Mal eine Sicherung zulegen. Allerdings kommt er auch ohne gut zurecht, denn er hat einen Freund an seiner Seite, der anscheinend ein erfahrener Klettertrainer ist. Manchmal brauchen Tiere eine helfende Hand, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Hättet ihr gedacht, dass ein Seelöwe so zärtlich sein kann? Dieser Zoobesuch wird dem Mädchen sicher lange in Erinnerung bleiben. Manche Kinder rasten jedes Mal aus, wenn sie in den Kindergarten müssen. Aber bei Affen sieht es damit noch schlimmer aus. Ja, nicht nur Hunde freuen sich, ihre Besitzer wiederzusehen, wenn diese von der Arbeit nach Hause zurückkommen. Von wegen, Katzen und Hunde sind Feinde. Wie gefällt euch dieses Idyll? Als diese Männer an dem Tag ins Feld zum Arbeiten gegangen sind, hätten sie bestimmt nicht damit gerechnet, dass sie in die Rolle eines Tierarztes schlüpfen müssen. Sie haben nämlich einen jungen Fuchs entdeckt, der sich in einem Stück Draht verfangen hat.
Selbstverständlich haben sie das Jungtier davon befreit, wofür sie übrigens ziemlich lange gebraucht haben. Wir sind uns sicher, dass ihr schon mal darüber nachgedacht habt, ob man Küken aus Supermarkteiern ausbrüten könnte. Nun, der Macher dieses Clips ging dieser Frage auf den Grund. Er hat für das Experiment 10 Wachteleier gekauft und eine Brutanlage aus einer alten Kühltasche, Alufolie, mit wassergetränkten Schwämmen und einer handelsüblichen Glühbirne gebastelt. Ratet mal, was dabei rauskam. Es kamen 2 Küken auf die Welt, mit denen er heute sein Zuhause teilt. Keine Ahnung, warum er das Ganze gemacht hat, aber das Experiment war eindeutig ein Erfolg. Man könnte fast denken, die Fische hätten sich von Hermine ein paar Schutzzauberformeln beibringen lassen. Seht nur, wie tapfer sie ihren Nachwuchs vor Fremden beschützen. Das ist ein weiterer Grund dafür, warum es besser ist, zusammen mit einem Hund zu reisen als alleine. Keine Ahnung, aus welchem Trickfilm diese Szene stammt. Wir haben hier einen Affen, einen Frosch, einen Fisch und eine Schildkröte. Der Frosch ist offensichtlich Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Zum Glück hatte er einen Freund dabei, der ihn den Fängen des Todes entrissen hat. Entdeckung des Tages. Manche Fische sind noch zärtlicher als Hunde und Katzen. Wer hätte das gedacht? Es sieht so aus, als ob nicht alle Passagiere dieser Maschine sich an die Sicherheitsregeln halten würden. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Es scheint allerdings, als ob da nicht genug Platz für alle wäre. Stellt euch nur vor, an Bord dieses Flugzeugs befinden sich ganze 27 Hunde. Aber keine Sorge, der Flug dauerte nur 45 Minuten und war für sie nicht besonders anstrengend. Es handelte sich um eine echte Rettungsaktion für obdachlose Tiere, von denen viele eingeschläfert werden sollten. Die Vierbeiner wurden von Alabama nach Florida transportiert und in unterschiedlichen Heimen untergebracht. Mittlerweile hat jeder davon ein neues Zuhause und einen liebenden Besitzer. Und vielleicht reisen sie weiterhin mit dem Flugzeug, aber bestimmt unter wesentlich komfortableren Bedingungen. Wer sagt denn, dass Tiere ihre Freunde schnell vergessen würden? Das gilt auf jeden Fall nicht für Affen. Sie entwickeln eine so starke emotionale Bindung zu ihren Bezugspersonen, dass sie sie sogar nach monatelanger Trennung wiedererkennen und sich freuen, sie wiederzusehen. Hier ein Beispiel. Diese Frau ist nicht mal eine einmalige Besitzerin des kleinen Primaten. Sie hat sich nur eine Zeit lang um ihn gekümmert. Und trotzdem erkannte der Winzling sie sofort wieder und fiel ihr vor Freude um den Hals.